Okay. Ja, ich bin jetzt auf der höchsten Stufe, also wie man sieht. Und ich habe ein Level-Up-Chip bekommen. Mache ich den da gleich rein. Dafür mache ich den dann hier rein. Okay. Ich bin jetzt bei Stufe 55. Nur kurz anzumerken, als ich gegen den Endboss gekämpft habe, war ich Stufe 33, würde ich mal denken, oder 27 oder so, irgendwo in diesem Raum da. Diesen Levelraum da. Und jetzt bin ich auf 55. Und ja, 100%, jetzt kann es losgehen. Es kommt jetzt ein Bosskampf, der das sich in sich hat. Also dann, bis später. Du hast mich verstanden, ja? Egal wie der Feind aussieht. Keine Zurückhaltung. Ja, okay. Sora, sei vorsichtig. Und seht euch den Feind mal an. Riku, aber wieso? Nein, du bist nicht Riku. Der Bug muss Rikus Kräfte absorbiert haben und sein Aussehen mit imitieren. Das meinte Riku wahrscheinlich mit keine Zurückhaltung. Also gut. Mit Chocobo-Schlüssel Schwert verprügle ich dich, aber zu schnell. War es jetzt vorbei? Jetzt bin ich wieder ganz der Alte. Ja. Man sieht den Unterschied. Als ich Level 33 war, hatte ich Probleme. Jetzt bin ich 55, Schokobo-Schlüsselschwert. Nein, Metall-Schokobo-Schwert. Und gar keine Probleme. Jetzt bin ich wieder ganz der Alte. Und Rico sollte die Bugs ein für alle Mal los sein. Die anderen werden die Augen machen. Daten werden gesammelt. Wiederherstellungsrate 90%. Die Zeit des Erwachens ist nah. Gute Arbeit, Sora. Nicht wahr? Der Bug hat sicher versucht, meine Kräfte anzunehmen. Ja, wieso wusstest du das? Ich hatte da so ein Gefühl. Ich glaube, er hat versucht, die Dunkelheit in mir auszunutzen. Vielleicht war ich etwas neidisch. Du hast so viele Freunde, die dir alle vertrauen. So ein Unsinn, ich vertraue dir doch auch. Und meine Freunde sind auch deine Freunde, Riku. Leute. Hallo Riku, hallo So. Ah, kostet ein paar Bugs für mich mit. Genau, wenn ihr uns braucht, ruft einfach. Okay, überzeugt. Also, worauf warten wir? Ab nach Hause, wir werden erwartet. Riku? Nein! Sora, du musst jetzt sofort weg. Jemand versucht, den Link nach draußen zu kappen. Beeil dich! Alles klar! Das ist der Ausgang. Vielen Dank nochmal für alles. Wir sehen uns drüben. Versprochen. Ach, jetzt kommt diese Kacke. Ich habe die nie verstanden, warum das da ist. Ich habe nie verstanden. Seht euch gleich mal diese Kacke da an. Ich habe das nie verstanden. Wieso die da ist. Naja, sehen wir mal. Aber wie schnell ich diesen besiegt habe. Heftig. 22 Stunden spiele ich schon dieses Spiel. Und das ist da gerade der 37. Part. Ja, 37. Aus Rikus Daten fliehen. Ja. Und ja. Die Verbindung wird schwächer. Ich muss mich beeilen. Greife die blauen Blocks an, um Plattformen hervorzukommen. Spring auf diese, um innerhalb der wegen starker Gegenstände zu. Ja. Okay. Also soll ich blaue Blöcke zerstören? Anscheinend schon, okay. Okay, wo jetzt? Dahin. Okay.
Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt richtig mache, aber ich mach's einfach mal. Schaden kann es mir sowieso nicht. Okay, wo jetzt? Okay. Verdammt, Mann. Geht jetzt nach oben. Was bist du für ein Viech? Willst du mich jetzt komplett verarschen oder was? Wo zum Geier soll ich jetzt hin? Komm, fick dich einfach. Okay. Ich verstehe jetzt nicht diesen. Okay, nochmal. Wieder aufpassen. Ach komm, nochmal. Einfach da oben. Jetzt so. Oh, das war wieder knapp. Und? Verstehe nicht die Logik dieses Levels. Okay, komm, dann mache ich einfach mit. Kommt jetzt wieder hoch. Das habe ich gesagt. Geschafft. Ja, ich habe aber schlecht. Aber wo soll man da wissen, wo man da aus? Ich weiß, schlecht. Das war das Ende, oder? Es kommt nichts mehr, ja. Puh, nicht draußen. Hey, das ist doch. Du hättest drin bleiben sollen, Junge. Dort hätte da lediglich lediglich ewiger Stoff geblieht. Du warst es, meine Fitz. Gibst du denn niemals auf? Aufgeben? Ich habe doch gerade erst begonnen. Es ist eine Schande, dass du die Dunkelheit so wenig verstehst. Die Welt ersehnt ihre Umarmung. Ja klar. In Dunkelheit existiert nichts. Keine Trauer, keine Schmerzen.
Wer die Dunkelheit akzeptiert, muss nie mehr unter die Last unerfüllter Träume leiden. Aber er wird auch nie erfahren, was Spaß und Freunde sind. Wie kannst du eine Welt in Dunkelheit stürzen, die dies gar nicht will? Das würde einzig deinen Wünschen genügen. Und was ist daran so schlimm? Als Herrin des Bösen habe ich jedes Recht dazu. Und die Macht, es zu verwirklichen. Da dir mit Vernunft nichts beizukommen scheint, bleibt mir wohl nur zu kämpfen. Endlich verstehen wir uns. Ich werde deinen albernischen Tun ein Ende bereiten, hier und jetzt. Das will ich erstmal sehen. Immer so leicht, ich kann mich gar nicht erinnern, dass sie so Pipifax war. So kann ich mich nicht heilen. Kacke mal, ich kann mich nicht heilen. Woher wusste ich davon nichts? Egal, ich hoffe das trotzdem noch. Jetzt springst du wieder hoch. Ach, ich hab dich. Niemals werde ich zulassen, dass diese Welt in deine Hände fällt. Eines Tages gehören alle Welten mir. Du wirst noch sehen, Junge. Und was kriege ich? IAS und so, Morgenstern. Elixier. Eisgar. Auch ein neues Schlüsselschwert. Nein, anscheinend nicht. Sora, du bist zurück. Wie schön. Willkommen daheim, Sora. Zum Glück ist dir nichts passiert. Miki, und ihr seid ja alle auch da. Dann bin ich wohl wirklich zurück, was? Danke dir, ist die Datenwelt wieder bugfrei. Wir können dir gar nicht genug danken. Freut mich, dass ich helfen konnte. Aber Riku, was ist mit Riku? Mir geht's gut. Entschuldige, dass ich dich all das reingezogen habe. Riku, sieht so aus, als könnten wir beide unser Versprechen halten, was? Ja. Ich werde ja gerne in Ruhe mit dir plaudern, aber für Miki und die anderen zählt jede Sekunde. Hier lang, Leute. Dies ist der Pfad, der euch zurück in die Realität bringen wird, wie versprochen. Der Weg nach Hause, dann wird dies wohl unser Abschied von der Datenwelt. Ehrlich gesagt stimmt mich das fast etwas traurig. Es war äußerst faszinierend, das Tagebuch von innen zu forschen. Ihr könnt jederzeit wieder herkommen. Er hat recht, das nächste Mal können wir die anderen auch mitbringen. Klingt nach einer Menge Spaß. Das fällt mir ein. Es gibt da noch was ich euch noch sagen muss. Jetzt wo, also... Aber nein, ihr sollt euch nicht länger aufhalten. Ich hebe mir das bisher bis zu eurer Heimkehr auf. In Ordnung. Wir haben euch wirklich sehr zu danken. Passt auf euch auf, ihr zwei. Danke und bis bald. Sind wir zurück? Hurra, ihr seid wieder da. Na endlich, wurde aber auch Zeit. Sip und Chip sind hier. Das bedeutet, wir haben es wirklich geschafft. Wir sind zurück in der Realität. Sieht so aus, als wärt ihr wieder zu Hause. Könnt ihr mich hören? Glasklar, Riku. Was werden wir bloß ohne euch tun? Ja, darum geht's. Wir werden euch bald nicht mal helfen können. Wie meinst du das? Jetzt, wo die Bugs beseitigt worden sind, werden die Tagebuchwelten wieder in den Zustand zurückkehren, in dem sie festgehalten wurden. Das war klar, oder? Ja, alles sollte wieder so werden, wie ich es auf der ersten Reise niederschrieb. Genau, und da werden auch Sora und ich unsere Erinnerung an den Kampf gegen die Bugs verlieren. Denn dieser war ja ursprünglich nicht Teil des Tagebuchs. Moment, heißt das, ihr werdet auch vergessen, uns getroffen zu haben? Selbst dieses Gespräch? Wir sind nun mal Daten. Das lässt sich nicht ändern.
Beyond Fair. Mickey, bist du noch da? Sora? Rico hat mir alles erklärt. Eigentlich ein Grund zum Feiern, nicht wahr? Schließlich wird diese Welt wieder so, wie sie eigentlich sein sollte. Ja, aber ihr habt so viel für uns getan, dass ihr das jetzt alles vergessen sollt. Danke, Jimmy, aber keine Angst. So schnell werdet ihr uns nicht los. Wir mögen unsere Erinnerungen an euch verlieren, aber ihr werdet immer noch daran sein. Was von uns aus dem Tagebuch auch gelöscht wird, wird immer ein Teil von euch bleiben, nicht? Die Wörter mögen fort sein, doch die Erinnerungen leben fort. Bewahrt sie in euren Herzen und wir werden da sein, wenn ihr uns braucht. Sora, die Verbindung wird schwächer, das ist dann wohl der endgültige Abschied. Also dann, grüßt den Sora und den Rico dort drüben. Was ist da? Datensammlung komplett. Wiederherstellungsrate 100%. Der Dunkelheit verfallende Anomalien. Die Zeit des Erwachens ist gekommen. Datenwelt formatieren? Ja, nein? Ja. Spürst du das? Das muss ein Bug sein. Etwas, das die Anomalien kontrolliert. Etwas, das sie wütend lässt. Aber wir haben doch alle Bugs beseitigt. Dachte ich auch. Vielleicht haben wir einen übersehen. Was wird jetzt passieren? Eine Formatierung würde eine vollständige Zerstörung der Datenwelt bedeuten. Wer auch immer dir dazu fähig ist, er darf nicht mal nach draußen gelangen. Ihr müsst die Daten isolieren, aber es wäre das Ende für euch und die Aufzeichnungen. Und nicht nur das. Malefiz und Carlo sind auch noch in der Datenwelt. Ihr Schicksal wäre damit ebenfalls besiegelt. Wie niederträchtig ihre Absichten noch gewesen sein mögen. Wir können sie auf gar keinen Fall dort zurücklassen. Eine Datenisolierung ist also keine Option. Aber ohne sie ist auch die Realität bedroht. Gib mir noch ein bisschen Zeit. Hey Sora, wo willst du hin, Sora? Ja, wohin wohl? Finde Malefiz und Carlo. Okay. Aber erstmal die Gegend abchecken. Okay, ich kann nichts abchecken. Aufbrechen. Sora, bist du wahnsinnig? Wir können die beiden doch nicht hängen lassen. Du hast doch Mickey gehört, oder? Ich rette Malefiz und Carlo. Wie denn? Du weißt doch nicht mal, wo sie gerade sind. Ich werde einfach alles aufsuchen. Hast du gar keine Angst? Nicht nur die Erinnerungen. Auch wir, sogar diese ganze Welt könnte verschwinden. Klar habe ich Angst. Die hattest du sicher auch, oder? Hm? Schließlich hast du anfangs auch allein gekämpft. Weil du wusstest, dass du nur eins noch schrecklicher ist, als ausgelöscht zu werden, schweigend dabei zuzusehen. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen können. Wohl aber, dass ich es versuchen muss. Die Datenwelt löst sich bereits auf. Ich muss die beiden so schnell finden. Also mal sehen, hier lang. Das ist wie bei Alice im Wunderland. Wegen starker, ja, Interferenzen. Ja, das ist wie bei Alice im Wunderland. Wir können jetzt wieder hier ein bisschen ballern. Bis die Schwarte kracht. Aber ist ja extrem langsam jetzt. Verdammte Scheiße nochmal. Genießt die Musik, Leute, genießt die Musik.
Ja, klar. Ich hätte gern den Donner mitgenommen. Naja. Man kann ja nicht alles jetzt haben. Boah, ich krieg die Augenkrebs hier. Was, ein Victus? Was machst du denn hier? Fick dich! Geschafft. Gefallene Wesen, irrende Seele. Hm? In euch soll die Dunkelheit wieder Gestalt annehmen. Was? Wer ist das? Warum fühlt sich das so seltsam vertraut an? Weil du gleich jemanden kennenlernst. Manifiz, sieht nicht so aus, als könnten wir gegen dieses Ding etwas ausrichten. Ja, vielleicht, aber das erfahren wir im nächsten Part.